Ich habe das Gefühl, heute wird ein richtig guter Tag. Das ist der internationale Roblox-Pet-Tag. Hallo, Mr. Fissi. Rocky ist zu Hause. Biene auch, Sammy auch, Fox auch. Wieso denn? Was? Wieso? Hey, Leute. Was geht? Bibi Kahn hier mit... Mama Danja. Hallöchen, hallo. Alles klar? Ja, natürlich. Und bei dir? Ja, ich bin heute wieder ein bisschen mit Dr. Pie unterwegs. Ist doch in Ordnung, oder? Oder, Leute? Ja, klar, ich würde mich heute auch ein bisschen um Money kümmern. Also ja, Money also, zwei. Ich habe heute auch, wir machen mal Folgendes. Heute ist der internationale Roblox-Pet-Tag, okay? Den rufe ich jetzt mal aus. Und nächstes Jahr feiern wir den nochmal, okay? Okay. Gut, müssen wir uns nur merken, Leute. Heute ist der wievielte? Weiß heute ich. Ist der, schreibt's in die heute Kommentare. Heute ist der 21. Der 21. ist ja. Heute. Okay, heute ist der internationale Roblox-Pet-Tag. Okay? Okay. Gut. Okay, hallo Manni. Und als Zeichen der guten Geste würde ich Folgendes machen. Einen Moment. Warte. Hey Leute, vielleicht kennt ihr das Roblox-Star-Programm. Da sind wir auch Teil von. Ihr könnt einfach, wenn ihr sowieso schon Robux kauft, nachdem ihr das Einverständnis eurer Eltern bekommen habt, hier klicken, den Code Spiel mit eingeben, den hinzufügen und dann unterstützt ihr uns. Och Mann, ich wollte Manni eigentlich ein Geschenk machen. Vielleicht beim nächsten Mal. Okay. Ja, warte. Du kannst es mir schenken und ich zieh's dann Manni an. Okay, ich versuch's mal. Vielleicht sowas hier? Ja, ich akzeptiere. Okay, aber das habe ich doch, glaube ich, schon. Ja, trotzdem, es ist ein Geschenk. Nimm es doch einfach an, Mama Danja. Ja, ich nehme es an und ich zieh's Manni an. Das wäre schön. Was hast du mir geschenkt? Ein Spielzeug. Eine Rassel. Okay, alles klar, ja. Dankeschön. Mama Danja, ich gehe dann zur Schule, okay? Viel Spaß. Wir sehen uns später. Und Dr. Pie kommt natürlich mit heute. Und danach geht es noch ein bisschen zum Schwimmbad. Ist das in Ordnung? Okay. Kein Problem. Ich habe das Gefühl, heute wird ein richtig guter Tag. Das ist der internationale Roblox-Pet-Tag. Haustier-Tag. Jeder Tag sollte gut werden. Ja, aber du weißt, manchmal ist so besonders gut, weißt du? Ja, das stimmt. Und ich meine, das mit dem Haus haben wir jetzt ja auch geklärt. Ne? Ich habe auch mit Baby René und Baby Claudio gesprochen. Und sind die jetzt schon eingezogen oder dauert es noch? Noch nicht ganz, es dauert noch ein bisschen. Die wissen, die haben noch nicht genügend Geld zusammen, um es einzurichten. Okay. Und wir wollen uns das ja aufteilen. So 50-50. Ja. Okay. Weißt du? Ja, es ist okay. Okay, aber, gut. Nee, warte mal, die sollten doch gar nichts bezahlen. Ja, aber sie wollten selber bezahlen. Ich habe gesagt, ich bezahle alles und die meinten, nein, nicht schon wieder. Weil wir haben das Haus ja bei denen auch eingerichtet. Na gut. Okay. Ich vertraue dir mal. So, wir sind in der Schule mit Dr. Pie und wir müssen auch direkt mal schlafen. Das heißt, Dr. Pie, du kommst dahin und ich komme hierhin. So. Oh. Hier hat sich einer weiterentwickelt. Dr. Pie? Nein. Ein Otter. Ein Neugeborenes. Wie alt ist denn Dr. Pie jetzt eigentlich schon? Also, Dr. Pie ist ein Teen. Aha. So. Kommst du einmal mit? Hallo, Shane. Was? Mr. Fissi hat mich gerufen, okay. Hallo, Mr. Fissi. Ja, das ist Dr. Pie. Hm? Rocky ist zu Hause. Biene auch, Sammy auch, Fox auch. Wieso denn? Was? Wieso? Aber das können Sie doch nicht machen. Heute ist der internationale Roblox-Haustiertag. Wie? Aber die anderen haben doch... Ab morgen... Das finde ich nicht fair. Okay. Dann komme ich einfach nicht mehr zur Schule. Mama Danja, wir müssen sprechen. Ganz dringend. Geht's dir gut, Baby Kahn? Nein. Aber du bist nicht dran schuld. Du bist nicht dran schuld, wirklich nicht. Ja gut, oh, das ist ja schon mal... In der Schule ist was passiert. Was ist passiert? Komm nach Hause. Komm sofort nach Hause. Ja, ich komme nach Hause, aber ich glaube, ich... Komm sofort nach Hause! Was ist passiert in der Schule? Ich glaube, ich kann es nicht erzählen. Du erzählst es mir. Kannst du nicht zu Shane einmal zur Schule fahren? Ich soll zu Shane fahren? Ja, vielleicht kann er dir das erklären. Okay, weißt du was? Ich erkläre es dir. Bleib hier.
Okay. Habt ihr das gerade mitbekommen, was Mr. Fissi gesagt hat? Mr. Fissi ist eigentlich voll korrekt, aber warum sagt er sowas? Mama Danja, wo bist du? Hier. Mama Danja, weißt du, was los ist? Erzähl mir. Können wir das bitte bei einer Pizza besprechen? Ich denke schon. So schlimm? Ja, super schlimm. Brauche ich einen Tee? Ja. Du auf jeden Fall. So, Dr. Pai, mit was möchtest du denn deine Pizza? Nur mit Tomatensauce? Ist okay, kriegst du. Da freue ich mich einmal, was mit meinem Horst hier zu machen und dann passiert sowas. Was ist denn passiert? Kommst du hier dann in die Therapie-Ecke? Ja, ich komme gleich. Oh, was ist denn mit der anderen Pizza jetzt passiert? Okay, weißt du was? Die kriegst du doch dabei. Ich habe gerade sowieso keinen Hunger. So, bitteschön. Mama Danja? Ja? Also... Es ist Folgendes passiert. Also, ich war ja in der Schule. Und Shane hat mich zu Mr. Fissi geschickt. Und Shane sah auch schon ganz traurig aus. Und weißt du, was Mr. Fissi mir gesagt hat? Was? Dass ich ab morgen nicht mehr mit Dr. Pai, nicht mehr mit Rocky, auch nicht mit Fox oder mit Sammy zur Schule darf. Ich muss all meine Pets abgeben. Und wenn wir in der Schule bleiben wollen, dann müssen wir sie auch so abgeben. Und das will ich nicht. Ich will meine Pets nicht abgeben. Hallo? Warte mal, wie jetzt? Ihr müsst die Pets abgeben. Ja. Wo solltet ihr die denn abgeben? Ja, weiß ich nicht. Er meinte, in der Schule wird das jetzt so ablaufen. Keine Ahnung wieso und wer ihm das gesagt hat. Aber Shane war auch schon traurig, weil er muss woanders hin. Und er versucht das in ganz Adopt Me City durchzusetzen. Aber das geht doch nicht. Du bist doch die Bürgermeisterin. Ja, erstens das und das geht auch überhaupt nicht, weil die Pets, die gehören doch dazu. Ja, ich weiß. Also, so wie wir nach Adopt Me City gehören, gehören auch die Pets hierzu. Also, ohne die Pets wäre das doch nicht Adopt Me City, oder, Leute? Was machst du denn jetzt, Mama Danja? Ich gehe das klären. Weißt du was? Mach das. Ich bin stolz auf dich, Mama Danja. Das machst du toll. Ja wohl nicht. Keine Pets mehr. Also bitte, nur weil kein Haustier bei Mr. Fissi bleiben will? Ne. Also ja, dafür können wir ja nichts. Jetzt ist auch mal gut hier. Ich meine, ich würde ihm auch ein Pet schenken, wenn er möchte, aber er möchte ja nicht. Nein, das wirst du nicht tun. Okay, Mama Danja. Hau so richtig rein. Zeig's ihm. Einfach die Pets abgeben. Das mache ich doch nicht. Hallo Mr. Fissi, was soll das eigentlich? Warum sollen die Schüler hier ihre Tiere nicht mehr mit in die Schule bringen? Und warum soll überhaupt niemand sein Pet irgendwo mit hin? Was soll denn das? Ist das schon wieder Eifersucht? War das schon wieder irgendein Hirnfurz von dir? Also ganz ehrlich, mir reicht es mittlerweile. Mir reicht es einfach. Ständig jede Woche kommst du mit irgendeinem anderen Mist um die Ecke. Die Schüler bringen ihre Pets mit hierher und da gibt es nichts dran zu diskutieren. Das ist gut so. Shane bleibt hier an der Schule. Du kannst doch auch nicht einfach den Raum da... Was soll denn dort noch passieren? Ich bin die Bürgermeisterin und wenn ich das sage, dann wird das so umgesetzt. Hast du mich verstanden? Gut. Ich hoffe, das klappt. Wenn ich das noch einmal höre, wenn Baby Khan mir das nochmal erzählt, dass er seine Pets abgeben soll, dann bist du hier die längste Zeit deines Lebens in Adopt Me City gewesen. Hallo Dr. Pai. Ich bin echt gespannt, wie das bei Mama Danja gelaufen ist und Mr. Fissi. Komm, setz dich hier hin. Wir warten auf Mama Danja hier. Weil ich würde dich doch niemals abgeben. Genauso nicht. Genauso würde ich Rocky nicht abgeben. Und auch Biene nicht. Und auch Bunny. Und Sammy. Und auch Fox nicht. Kein von euch. Ihr seid doch meine Lieblinge. Ich hab euch sogar mehr lieb als Mama Danja. Aber das dürft ihr hier nicht sagen. So, komm, Dr. Pai, wir gucken mal. Mama Danja, und? Wo seid ihr? Hier. Oh, das hört sich nicht gut an. Und wie ist es gelaufen? Ja, ich habe ihm jetzt eine Ansage gemacht. Okay, das heißt? Naja, also die Pets werden erstmal nicht abgegeben. Oh, yes! Müsst ihr nicht machen. Shane kann auch in der Schule bleiben. Super! Mhm. Kann ich das vielleicht mal probieren, weil ich muss zur Schule. Und er meinte, morgen kann ich nicht mit dem Pet in die Schule. Los, geh in die Schule. Komm mit, Dr. Pai. Weißt du was? Weißt du was? Du kommst mit Money, okay? Ich soll mitkommen? Ja, weil wenn er was sagt, dann soll er schon sehen. Dann gibt es die geballte Ladung wütende Mama Danja. Mhm. Und das will keiner sehen, glaubt es mir. Also das will keiner erleben. Hallo Weihnachtsmann.
hier schon jemand mit seinem Pet rausgekommen. Es kann sein, dass das funktioniert. Okay, ich gehe jetzt rein. Oh, hallo Mr. Fissi. Guck mal, Dr. Pai ist mit. Und? Was sagst du dazu? Er sagt, hallo Dr. Pai. Schön, dass du hier bist. Mhm. Und wo ist Shane? Shane ist auch da. Und? Oh, der sieht wieder richtig glücklich aus. Oh, dann ja, guck mal. Ja, ich weiß. Shane sieht wie immer glänzend aus. Warte, ich frage jetzt mal. Ich provoziere mal Mr. Fissi jetzt so richtig. Mr. Fissi, hatten Sie nicht gesagt, dass wir unsere Pets abgeben müssen? Ach, Sie haben es sich anders überlegt. Ach, die Pets gehören nach Adopt Me City, wie wir auch. Jetzt auf einmal. Besser ist es. Besser ist es. Mama Danja, ich glaube, er hat's gelernt. Na, endlich. Ich hab's doch gesagt. Wenn ich einmal richtig draufhaue, dann geht's schon. Ja, das stimmt. Da muss ich dir recht geben. Also, Leute, ich sag euch eins. Mit Mama Danja sollte man sich lieber nicht anlegen. Mhm. Gar nicht. So, und zur Belohnung? Was heißt zur Belohnung? Also, wir haben ja eigentlich auch nichts gemacht. Aber geht es jetzt noch kurz auf den Spielplatz? Oh, yes. Komm mit Mani. Der freut sich auch. Ja. Komm mit, Dr. Pai. So. Seid ihr schon da? Jetzt. Ja. Macht euch einen wunderschönen Tag auf dem Spielplatz. Mhm. Wir sind jetzt hier oben. Guck mal. Oh Gott, pass aber bitte auf. Tu dir nicht passiert weh. Schon Wie nichts. Bist du denn da überhaupt hochgekommen? Mit meiner Grappling Hook. Ach, wir gehen schaukeln, Manni. Wir gehen schaukeln. Wir kommen runter. Au, au, au. Au! Au! Mama Danja! Was? Wo? Oh, es geht wieder. Oh, Dr. Pai, komm! Du machst mich fertig. Du machst mich echt fertig. Dr. Pai, alles gut? Gut. Dann mach mal was. So, und noch mal. Sehr gut. So, alle jetzt drauf? Yes. Warte, Manni muss noch drauf. Und ich auch. Und warum dreht sich das nicht? Oh. Leute, also, heute an diesem internationalen Haustiertag in Roblox hat sich Mr. Fissi mit der falschen Person angelegt. Offensichtlich. Mit Mama Danja. Und mein Rat an euch, macht Mama Danja nicht allzu sauer. Ich mach das schon und es ist nicht gut. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal, okay? Und alles Gute zum internationalen Haustiertag bei Roblox.